Und ich gehe mal ganz kurz wohin, bevor wir jetzt irgendwie großartig hier weitermachen, gehe ich doch erstmal ein bisschen Redstone holen. Und er ging. Und er ging. Und er lief. Und ich hatte überlegt, ob ich die Abernte-Station, wenn ich das hinkriege, das mit den Hebeln und so da oben drauf machen soll, dass man hier quasi über die Felder rüber gucken kann. Ich glaube aber, das wird nicht ganz funktionieren. Ich werde es vielleicht eine Etage tiefer machen. Also jetzt nicht hier, sondern vielleicht da unten auf der Etage, sodass man dann durch die Glaswände laufen kann zumindest. Seht ihr dann aber alles? Und das da kommt natürlich alles weg. Ach, apropos Redstone. Alter, was ist da denn los? Na, das geht aber noch. Das Problem, wenn ich mir jetzt den Redstone hole, aua, ist natürlich folgendes. Ach, guck mal, hier sind noch die Anfänge. Ach, hier kann ja eh kein Wasser mehr fließen. Und hier ist der Kakao ja eh schon abgetragen, ne? Weil ich einmal aus Versehen ausgelöst habe. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge Tropenholz zu ernten. Eine Menge Zäune können wir hier mitnehmen. Aber natürlich auch, aua. Und das mache ich jetzt mal. Redstone! Siehst du, hier ist alles ohne Repeater. Hier haben wir alles so gemacht. Ganz ohne einen einzigen Repeater hier. Pass mal auf, das Wasser oben mache ich aber erstmal zu. Ich glaube, das ist besser. Und hier, das wird natürlich alles nicht unbebaut bleiben. Da kommen später dann andere Geschichten hin. Ach, schön war's. Schön war's mit den Feldern hier, aber man muss auch mal offen für Neues sein. So. Redstone, Redstone, Redstone. Ich glaube, da hat sich einer verabschiedet. Siehst du? Redstone, Redstone, Redstone. Und ein Repeater. Und Redstone, und Redstone, und Redstone, und Redstone. So, die Pistons können wir eigentlich auch gleich mal mitnehmen. Den Gravel, naja gut, pass auf, dann machen wir das mal so. Eigentlich müsste das so gehen, ne? Genau. Au! So, den Gravel lasse ich hier erstmal. Wir müssen jetzt nicht alles abbauen hier. Wir nehmen uns nur das Wichtige mit. Den Rest, da kümmern wir uns später drum. Dann können wir hier wieder ein bisschen terraformen und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal, Hauptsache wir haben ein bisschen Redstone dabei. Ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Ach man, wie viel Mühe wir uns hier gegeben haben mit dem ganzen Scheiß. Ist fast ein bisschen traurig, das jetzt abzureißen. Ach, hier habe ich den Redstone schon weg. Na gut. Ach, hier habe ich ja noch so umständlich nach oben gebaut, ne? Stimmt ja. Aber es hat funktioniert. Das war die Hauptsache. Seit dem Server mache ich das übrigens nicht mehr so gerne, den Redstone hier quasi in einer Tour abreißen. Weil ich habe das Gefühl, der aktualisiert nicht schnell genug. So. Huch. Tja, das war. Ach du Scheiße, sind ja noch die alten Woodslabs hier. Das war sozusagen eine Ära. Jetzt sind die ganzen Felder nicht mehr funktionell. Und wir haben immer ein. Oh, doch ein bisschen Redstone nochmal dabei. Mal gucken, ob es reicht. Ich bringe erstmal die Eier weg. Die wir ja unbedingt brauchen. Ach, ey, die alte.
Da, die kriegt mal irgendwann einen Deckel auf den Kopf. Da reicht da schon die Schaufel nicht mehr, wenn ich das so sehe. Wo ist er? Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Alter, da habe ich ja gar keine Worte mehr für. Und dann setzt sie sich da immer noch so drauf. Das geht doch nicht. So, ich gehe mal ganz kurz die Gegend erkunden. Nicht, dass hier irgendwie... Ey, das ist ja unf... Da hat sie mich noch gebeten, dass ich doch ihre Behausung noch nicht zeigen soll, weil die noch nicht fertig ist. Weißt du? Das fällt mir hier natürlich jetzt besonders leicht, dieser Bitte nachzukommen, wenn ich sehe, dass ich hier überall komische Erdpenisse in der Welt rumfliegen habe. So, das hier ist zum Glück eine Eigenproduktion. Also hier Erde quasi dahin. Na, Schweini. Guck mal, da geht's runter. Cool, ne? Habt ihr irgendwo noch Erdpenisse gesehen? Hm? Such den Penis! Na, such den Penis! Sie suchten und sie suchten, doch sie fanden keinen. That's what she said. So. Aua. Ahaha. Der Kopfhörerbügel. Ahaha. Das ist voll das Mädchen. Der reißt mir gerade die Haare raus. So, hier ist alles ruhig. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo noch einer ist. Na, ist hier noch einer? Ach, guck mal, unser erstes Haus. Wir sehen es ja so selten, aber ich sehe es so gerne. Ach ja, wenn ich dran denke, wie wir angefangen haben, da zuerst das Ding da unten zu legen und so weiter. Dann haben wir das Grundgerüst nach und nach ein bisschen ausgebaut. So, ich laufe hier nur ganz kurz alles ab, ne, aua, um zu gucken, dass Madame hier nicht wieder... Also sowas. Solche unzüchtigen Dinge dulde ich nicht. So, hier scheint alles sauber zu sein. Nochmal da vorne auf der Spitze gucken. Ach, schön, wie die Sonne da immer aufgeht. Die ging ja eigentlich mal woanders auf, aber jetzt geht die da auf und das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Hey, und die Musik passt. Teil 1, die drei Prüfungen. Boah, das Mimöschen, das tut sich immer weh. So, ich habe eine Fledermaus gehört. Ich hoffe, wir haben es jetzt. Das ist ein komisches hier. Hm. So, wenn ich mal schätzen müsste. Ich wundere mich, dass den Schafen das Fell immer rot nachwächst. Das wundert mich immer wieder. Also wenn man die färbt, dass das Fell dann quasi in der Farbe nachwächst, das ist ein Mysterium, finde ich. Hallo, Map Generator? Wäre nett, wenn du mal... Da fehlt doch ein Stück Dach. Was ist mit dem los gerade? Alter, komm mal klar! Hier sieht alles soweit sauber aus, ne? Hier, oder übersehe ich hier gerade was? Ah, na gut, ich hätte gedacht, dass da vielleicht noch die Verlockung vielleicht zu groß war. Gut. Sauber. Oh cool, das sieht ja nice aus. Schön. So. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hier ab und gucken. Tu
tut mir leid, da müssen wir gerade mal durch, aber dann sind wir halt solange nicht unten in der Höhle. Hier ist alles ruhig, hier sieht alles soweit sauber aus. Doch, sieht sauber aus. Ich hoffe, da oben drauf ist keiner. Aber den sieht man von hier unten ja eh nicht. So, ja, das sieht soweit gut aus. Ja, ja, ja. Ach, die Hundis. Jetzt habe ich da irgendwie so komische rosa Schafe. Das ist der Schafstrich. Damit die nicht zu aggro werden, können sie sich für einen Heiermann abreagieren. So, hier ist soweit auch alles clean, ne? Abgesehen davon, dass hier noch alles Schrott ist, weil wir da unten gebaut haben. Weißt du was, da kann ich mal eben so. Da haben wir die Arena gebaut, wisst ihr bestimmt noch, vor 1000 Jahren ungefähr. Und da gucken jetzt so ein paar Sachen über. Da zum Beispiel die Holzwand sieht man gar nicht so recht. Hier sieht man die schon sehr recht. So, dann bastel ich das hier gerade einfach mal zu. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Hier muss es auch nochmal zu. Aber das geht ja alles. Ist jetzt hier zwar ein bisschen kantig, das Ding. So, ne, das kann man so anbieten. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre da jetzt irgendwas drunter gewesen. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, hier alles clean. Außer natürlich der bescheuerte Leuchtturm, weil ich wieder falsch gepatcht habe. Naja, egal. Sieht ja keiner gerade. Gut, wir haben Redstone. Ich gehe jetzt... Ich bin so müde geworden. So, das muss jetzt aber reichen. Liebe Kinder, das sind Tetris-Klötze. Au, meine Tetris-Klötze. Das hier ist... Gut, das ist legal. Da ist auch alles clean, jawohl, ja. Da drin auch. Gut. Ich hätte gedacht, dass da noch auf dem Dach oder so. Na gut. Okay, dann weiter im Text. Wir gehen nochmal kurz nach unten. Dann gucke ich mal, wie weit wir mit dem Redstone kommen. Ich kann mir nicht vorstellen... Ich wollte die Eier ablegen, Alter. Ich habe viel zu viele Eier in der Hose. In der Tasche. In der Tasche, meine ich. Ja. Die muss ich gerade mal ablegen. Wo waren... Ach, ich habe ja extra Eierkisten. I got so many balls. So. Und natürlich wieder Ultima-Musik und die Seeds und die Blümchen, die kann ich ja eigentlich mal wegschmeißen. Die schmeiße ich mir hier in unser Entsorgungssystem. So, jetzt gehen wir nochmal nach unten und gucken mal, wie die Lage ist. Wie ist die Lage? Hier kommen natürlich wieder ein paar Bäumchen hin und da hat der Weg ein bisschen gelitten, der wird natürlich auch repariert und so weiter und so fort. Es gibt noch einiges zu tun. Aber erstmal versammle ich dann den Redstone da rein. Ich werde auch nie wieder so gewissenlos damit umgehen und den einfach nicht mitnehmen holen. Wenn man welchen braucht, dann braucht man nicht wenig. So, das würde ja theoretisch gehen. Das Problem ist nur, dass ich die hier nur sehr schlecht verbinden kann. Ich könnte natürlich über die Höhe bauen, so Brücken und sowas. Aber das will ich gar nicht. Das kann ich mir auch alles sparen, wenn ich das wirklich so mache, wie ich das vorhatte.